So, und damit wieder ein recht herzliches Willkommen zu einer neuen Folge The Evil Within. In der letzten Folge sind wir unten in der Kirche in irgendwelchen Katakomben angekommen. Wir wissen nicht ganz genau, wo wir stecken, hatten eigentlich die Hoffnung, dass wir Leslie, Joseph und Nicole Kidman alle drei zusammen mal wieder finden. Haben wir leider nicht. Und wir werden heute darunter klettern. Vorher werden wir hier dieses und gucken, was passiert. Wie wir sehen. Ja, hätte uns das ein bisschen Munition gespart. Gut, klettern wir jetzt erstmal hier so weit wieder runter. War anscheinend nur eine Falle, die wir auslösen hätten können. Okay, ich habe ein Problem. Ich hab nen Scheißproblem. Ja, komm. Do it. Also, falls ihr jetzt meine Leertaste hört, dann ist leider so. Das kriege ich jetzt auch auf die Schnelle nicht besser hin. Ja, moin! Lasst mich in Ruhe. Kann ich hier auch was machen? Lasst mich in Ruhe, habe ich gesagt, Alter. Fick dich! Wie viel Munition muss ich dir denn noch rein? Klatschen. Langsam wird's gefährlich, was das Ganze angeht. Die Gasmaske wäre jetzt geil. Haben wir leider nicht. So, dann verbrennen wir den Boy hier. War jetzt echt. Das war jetzt nicht so schön. Und das war nicht. Das war sehr knapp. Und, scheiße. Es war jetzt gerade wieder ein bisschen aufregend. Und Munitionsverschwendung. Muss man auch ganz klar mal wieder sagen. Machen wir wieder ein paar Munitionsdinger vergeudet. So, hier geht's wieder. Och, Boys. Muss ich euch jetzt wirklich mit Grenaden kommen? Hier. Du hast überlebt. Ihr zwei habt überlebt. Sorry, Boys. Was ich nicht verstehe ist, wenn ich mich zu schnell bewege, löst so eine Bombe da hinten einfach aus. Laufen die Viecher dran vorbei, ist es einfach nur dran vorbeilaufen, oder was? Das finde ich ja schon mal fucking scheiße. Ich wusste, dass das irgendwann passieren muss. Jetzt brauche ich auch nicht mehr langsam laufen. Jetzt ist es vorbei mit langsam laufen. Da ist wieder so eine Bombe. Och Mann. Okay, komm. Lösen wir erstmal hier die Bombe aus. In der Hoffnung, dass ich die diesmal besser treffe. Und wirklich entsperrt bekomme. Das zweite Mal. So, jetzt sollten wir uns eventuell ein kleines Medikit nehmen. Einfach just for the case. Because I'm a noob. Hier liegt noch was. Da liegt noch was Schönes. Aber hier noch was Schönes rumzuliegen, so wie Streichhölzer, Medikit, nope, nope und nope. So, hier geht's dann wieder rüber. Okay, die eine Tür geht zu, die andere Tür geht auf. Ich finde das gar nicht so verkehrt. Ich weiß zumindest, dass von hinten eventuell nichts kommen wird. So, wir nehmen mal vorsichtshalber mal die Pumpe. Obwohl ich das weiß. Fuck! Ich
Ja, was soll ich da sagen? Was soll ich dazu sagen? Außer ich renne hier durch, mach die Scheiße zu und wieder auf. Dass ich jetzt dann wieder nichts verpasst habe, weil ich durch eine beschissene Falle gelaufen bin. Verdammt, das war knapp. Also, ich muss mal ganz ehrlich sagen, heute ist nicht mein bester Aufnahmetag. Anscheinend. Weil ich gefühlt die ganzen Sachen hier alles übersehe, fallentechnisch. Muss ich mal ganz klar sagen. Da drin ist noch geglibbert, wenn ich das richtig sehe, und zwar nicht gerade wenig. Ich würde da gerne rein. Aber gut. Ja, heute ist, wie gesagt, nicht mein bester Aufnahmetag anscheinend. Heute ist nicht so, ja, glänze ich nicht mit guter Leistung. Gut, wann tue ich das schon mal? Schon eher selten, aber gut. Dass ich jetzt da so eine Falle übersehe und zweimal vor allen Dingen Bomben nicht entschärft bekomme, finde ich schon krass. Krass, 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 krass. Aber gut. Wir schauen mal weiter. Ach, das Schlimme ist, ich muss dann anscheinend auch wieder zurück, oder was? Wenn ich jetzt das Ding da rausgeholt habe, dann muss ich doch dann wieder damit irgendwie wieder dahin. Okay. Anscheinend reicht das aus, wenn ich das Ganze einfach nur hier rausnehme und dann komme ich da wieder raus. Das finde ich nice. Finde ich eine gute Sache. Der Witz ist, ich könnte jetzt wieder saven gehen, ist das richtig? Was eigentlich? Also machen wir jetzt nicht. Wir werden jetzt hier noch den Gang hier erforschen. Und danach werden wir wieder saven. Nachdem wir dann die restlichen Sachen da irgendwie haben. Das sieht hier auch nicht. Ist das ein Folterkeller oder was? Dann denn die Kirche bitte. Na gut, ja, Kirche. Scheint anscheinend ein. Naja, das heißt nicht euer Ernst. LOL. Okay. Hier gibt's noch ein Tonbändchen. Diese Kakerlake, dieser Speichellecker. Er nährt sich von mir und meiner Arbeit. Ich muss noch herausfinden, woher er die Kombination für meinen Safe wusste. Doch dafür ist jetzt keine Zeit. Ich bin so nah dran. Niemand kann mir diese Daten je wieder nehmen. Es sind meine. Meine. Der einzige Weg. Wer auch immer den Safe als nächstes öffnet, sollte bereit sein, den Preis dafür zu zahlen. Okay, damit wissen wir auf jeden Fall, wenn wir den Safe finden und den versuchen zu öffnen, dass dabei auf jeden Fall, ja, ich glaube, eine kleine Explosion kommt. Das sieht nach einem Gefangenen im Raum aus. Was war das denn jetzt gerade wieder für ein Geräusch? Da vorne ist eine Falle, die sehe ich. Da ist so ein Stacheldraht. Beziehungsweise nicht ein Stacheldraht, sondern ein Bömmchen. Können wir erstmal entschärfen. Damit wir nicht ganz so glanzlos hier sind. Oh man, das sieht doch, das ist doch eine Falle. Das ist doch vorne und hinten eine Falle. Verstehst du, gehe ich da rein, macht sich das Tor hier zu und dann klatscht mich doch das Ding hier um. Das ist doch nicht richtig, oder? Das kann doch nicht richtig sein. Aber wir machen es trotzdem. Hier hochklettern? Nö. Kann ich hier hochklettern? Nö. Gibt's hier sonst noch irgendwas, was ich übersehe? Okay, hier gibt's nichts. Freunde, seid ihr euch wirklich? Seid ihr sicher, dass das hier. Ja. Und ja. Warum kann ich nicht zurück? Okay. Muss ich hier irgendwas abschießen? So Lara Croft Style. So, dann lass uns mal kurz hier zurück. Kann ich dann was mit dem Ding machen? Sehe ich irgendwas? Okay, damit habe ich jetzt irgendwie was
getriggert, aber noch nicht. Ah, lol! So geht das. Einer runter? Nope. Gut. Nehmen wir erstmal hier wieder unsere Pumpgun. Ey, ist irgendwie ein bisschen unheimlich, wenn hier auf einmal irgendwelche Sachen runtergelassen werden, ohne dass ich da was gemacht habe. Aber okay. Okay, du. Okay, einfach. Okay. Hier kann ich durchdrücken. Können wir erstmal noch eine Spritze nehmen. Dann laufen wir mal hier durch. Da gibt es anscheinend noch eine Falle. It's a trap. It's a bomb trap. Die ich jetzt erstmal mitnehme. Wobei, ich hätte die vielleicht noch sein. Na, man weiß es nicht so genau, was mich jetzt gleich noch hier erwartet. Wie zum Beispiel... Was war das? Gibt es jetzt hier noch irgendwie einen Dude, der jetzt hier vorbeikommt? Nope. Okay, laden wir erstmal hier ein bisschen Munition nach. Gut, ich bin ein bisschen, wie man merkt, ein bisschen verwirrt. Ein bisschen ist gut. Ja, moin! Wie wär's mit ganz schnell aufmachen und sich verdünnisieren? Genau, so, jetzt nehmen wir uns erstmal hier so ein Medikit. Und laufen wir erstmal eine Runde weg. Ja, genau aus dem Grund wollte ich eigentlich noch die Dings behalten. Lol. Lass mich raten, ihr könnt jetzt da nicht durch. Ich kann in geduckter Haltung nicht schießen? Was ist das für ein Schwachsinn? Kommt mal hierher. Genau. Könnt ihr alle mal hierher kommen? Ja, er kommt jetzt auch vorher rüber. Gut. Das macht irgendwie... das macht irgendwie Spaß. Ich weiß nicht warum. Aber irgendwie finde ich das toll. So, aber da sind anscheinend noch welche, oder? Sehe ich das falsch? Ja, zwei Stück? Na gut, schießen wir ins Knie. Danach in den Kopf. Dann schieße ich die ins Knie. Und? Munition alle. Ich würde gerade sagen, dann in den Kopf, aber gut. Nice! Finde ich gut. Hab ich gut gemacht. Guck mal, hier gibt's sogar noch ein bisschen Munition. Und ich dürfte vielleicht sogar beide gleichzeitig verbrennen. Kriegen. Nietzsche. So, wenn jetzt aber hier... Warum ging denn hier die Tür auf dann? So, dann haben wir hier noch unser Hackle-Bile. Okay. Also, wir haben jetzt alle erledigt. Die Fallen finde ich ganz geil. Wenn ich die so abschießen kann, ist das ganz cool. Dann kann ich mich da reinloggen und kann einfach klatschen. Das finde ich nice. So, jetzt wünsche ich mir wieder ein, dass ihr hier der Tor aufkriegt. Ihr Freund.
Hallo. Alter, das sieht aber nicht gesund aus, Freundchen. Oh! Warum lebst du noch? Nee? Nee? Ja, ich klatsch dich hier so weg. Ist noch einer? LOL! Hast du einen Arm, ey? Leck mich am Arsch! Hast du auch so einen Arm? Mal kurz nachladen. Drei Schuss. Ohä. Ohä. Jetzt war es aber ganz schön. Ohä. Das war jetzt aber Munitionsverschwendung. Muss man mal. Ja, kann man nicht schön reden. Das ist so. Das war jetzt wirklich mit ein. Ich habe noch einen Schuss. Lass mich raten. Ich habe auf den anderen Dinger 0 Schuss. Hier habe ich noch ein bisschen was. Hier habe ich 2 Schuss. Also hätte ich alles wahrscheinlich lösen können, indem ich einfach hier drauf. Ja. Das war dann natürlich sehr, 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 ja, verschwenderisch. Scheiße. Das ist doch scheiße, sorry. Das war mal große Scheiße. So, okay, also, wir könnten jetzt hier die beiden Gesichter da ranklatschen, machen wir aber nicht. Wir gehen jetzt nämlich erstmal speichern und, würden dann eben halt dann. Jetzt mal auf jetzt hier. Und würden danach dann einfach mal die zwei Tafeln, die wir jetzt freigeschaltet haben. Geht es Ihnen nicht gut? Dann da reinstecken. Ich hasse es, wenn ich jedes Mal woanders spawne, wenn ich in diesen Raum reingehe. Ja? Entweder bist du bei der Krankenschwester, entweder kommst du da in diesem anderen Raum. Vorhin bin ich bei dem Zeitungsartikel gewesen. Das ist doch nicht feierlich. So, das heißt, wir speichern jetzt ab und in der nächsten Folge werden wir die zwei Steintafeln, die wir jetzt gerade entdeckt haben, werden wir dann da reinklatschen und werden gucken, was uns denn erwartet. Ansonsten hoffe ich, ihr hattet wieder ganz viel Spaß an. Ja, dann lasst ein Like da, lasst einen Kommentar und abonniert unseren Channel, damit ihr keine weiteren Folgen verpasst. Bis dahin sage ich erstmal, reingehauen! Find myself within. Darkness twisting me around. There is nothing I can do. This world doesn't spin. It just turns itself. Jokes time.